Hey ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das Ganze ist eine Art Vlog und zwar, ich habe mir heute die Bravo gekauft. Aus einem bestimmten Grund, und zwar, ich wollte einfach mal sehen, wie hat sich die Bravo verändert von damals zu heute. Ich weiß gar nicht, ich hatte mal, ich glaube, so einen fetten Stoß Bravos von früher. Da waren noch keine YouTuber drin, noch keine... ich sag mal so, naja, Leute, die man halt nur aus Deutschland kennt. Da waren noch keine YouTuber drin, die irgendwie, naja, als Stars bezeichnet wurden, sondern da war wirklich noch die Zeit der Stars. Wenn man heute mal auf das Cover guckt, das ist jetzt die 18. Ausgabe in dem Jahr, glaube ich. Oder da steht halt Nummer 18, ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Ja, natürlich, August, 8. Ausgabe. Ja, wahrscheinlich ist das dann vom letzten Jahr oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, auf jeden Fall, wen sehen wir denn da alles am Cover? Hier. Taylor Swift natürlich, und dann fällt uns schon jemand auf. Hier, Julian Bam. Wen haben wir denn hier noch? Von Maze Runner jemand, Bullshit TV, wie man hier ganz schön sehen kann. Und die Lochis. So, gut. Dann gehen wir doch mal das Inhaltsverzeichnis durch und schauen uns einfach mal an, was hier so los ist. Okay, endlich da die Bravo Tube Stars. Behind the Screens, deine Stars hautnah. Bravo Tube Stars ist ja quasi das YouTuber-Zeitschrift von der Bravo. Es gab ja eine Stars Tube, die wurde ja von der lieben Sarah gemacht, und ich muss sagen, Respekt, das war richtig, richtig geil. Sie hat die Produktion jetzt leider eingestellt, weil es einfach für sie alleine viel zu viel Stress gab und sie das, glaube ich, psychisch gar nicht ausgehalten hat. Aber es ist nicht gescheitert, weil sie damit zu wenig verdient hätte oder sonst was, oder weil sich das nicht ausgegangen wäre, sondern einfach nur wegen privaten Gründen. Jetzt kaufen natürlich alle Leute und alle YouTube-Fans wieder die Bravo oder die Bravo Tube Stars, weil die verkaufen sich natürlich sehr, sehr gut. Und wenn man jetzt mal überlegt, natürlich kaufen diese ganzen Leute lieber eine Bravo, wenn da eine Bibi oder ein Julian drin ist, als wenn da, ich sag mal so, was weiß ich, eine Taylor Swift drinnen ist, weil die sind ja sehr unerreichbar für die Leute. Das andere noch dazu, man denkt, man kennt diese Leute und deswegen kauft man sich das ja auch. An sich, ich finde es ja eine coole Idee, solange halt das nicht so stark bequatscht wird, weil manchmal werden YouTuber wirklich nochmal viel höher gestellt, als sie eigentlich sind. Für mich, muss ich ehrlich gesagt sagen, sind YouTuber keine Stars, sondern einfach nur bekannte Menschen im Internet. Aber wenn man jetzt mal das wirklich objektiv betrachtet, YouTuber sind Stars. YouTuber sind Stars in dem, was sie machen. Und das ist nun mal so. Jetzt gucken wir uns einfach mal die Videodays an. 15.000 Menschen, der Ausverkauf der Halle, alle schreien, wenn ein Dena oder ein Julian Bam vorbeiläuft. Leute, und da will mir jemand sagen, das sind keine Stars, in meinen Augen natürlich nicht, weil ich vergötter diese Leute nicht. Aber in anderen Köpfen weiß ich ja nicht, was vorgeht. Und die lieben diese YouTuber, ja. Die würden dafür sterben, die würden alles tun. Ich meine, die ritzen sich deren Namen in die Hand. Was man sonst nur von One Direction Fans oder sonst was kennt. Also Leute, objektiv betrachtet sind YouTuber Stars. So, dann gucken wir doch einfach mal weiter. Dann gucken wir mal, um was es hier eigentlich alles geht in der Bravo. So, blätter hier mal ein bisschen durch. Aha, hier haben wir schon KF on Tour. Haben wir auch schon mal den ersten YouTuber hier auf der Seite. Ansonsten ganz normale Stars, wie ihr hier sehen könnt hier. Sagt, ich hoffe, dass es übrigens mit der Kamera und mit der Belichtung alles passt. Ich habe das jetzt einfach mal so provisorisch versucht einzustellen. So, eine sehr, sehr tolle Seite, wo sich Mädchen Styles und so weiter von berühmten YouTubern, von berühmten Stars nachkaufen können, oder diese Top und Flops. Da stehen jetzt mittlerweile auch Bibi und Julian dabei. Das ist natürlich sehr, sehr toll. Was haben wir hier denn noch? Ich möchte übrigens, by the way, nicht sagen, dass es schlecht wäre, wenn diese YouTuber auch in dieser Zeitschrift sind. Auf keinen Fall. Die nächste komplette Doppelseite über Life with Melina. Die hat sich ja als lesbisch geoutet, und eine Zeitschrift wie die Bravo, das natürlich gefundenes Fressen für die. Also natürlich, da können sie berichten und verkaufen sich natürlich sehr, sehr gut. So, blättern wir mal ein paar Seiten weiter. Da kommen wir auch schon zur nächsten Seite. Wir sind jetzt auf der Seite 22, 23.
und wir haben hier gleich mal die Video Days. Mega Party bei den Video Days, da war ich ja selber dabei und eine schöne fette Doppelseite. Also man sieht, YouTuber schmücken das Heft schon ganz schön aus und wir sind noch nicht mal bei der Hälfte angekommen. Hier sehen wir zum Beispiel Dena zum Anfassen, der YouTuber nimmt sich Zeit für seine Fans und so weiter und so fort. Ich sage ja auch immer, das sind keine Fans, es sind Zuschauer, aber es stimmt nicht. Es gibt selber Zuschauer, die sich Fans bezeichnen und wenn man von etwas ein Fan ist, ist es ja im Prinzip nichts Böses, ja. Also von dem her finde ich, sag ungern Fans, aber es gibt natürlich selber Leute, da darf man einen YouTuber das nicht böse nehmen, wenn man sagt, meine Fans. Oh, und dann einmal umgeblättert, dann haben wir hier schon eine Doppelseite von Bullshit TV. So, wie ihr das hier sehen könnt, wenn ihr das alles nachlesen wollt, dann müsst ihr euch die selber kaufen, das ist kein Product Placement oder so. Ich will euch nur mal vor Augen führen, wie viele YouTuber da eigentlich mittlerweile in der Zeitschrift sind. Oh, okay. Einmal umgeblättert haben wir hier schon Julian Bam und seine ganzen Tattoos, beziehungsweise einige Tattoos. Hier, ich sehe auch gerade, ist ein Dagi B-Tattoo dabei. Das werde ich mir auf jeden Fall hier fett auf die Stirn kleben. Wenn ihr bei dem Video 400 Likes schafft, dann klebe ich mir hier im nächsten Video komplett das B ja, auf die Stirn, so dass man es auch sieht. So, gucken wir mal weiter. Okay, Dr. Sommer, das ist natürlich die spannendsten Themen in der Bravo. Die gucke ich am liebsten an. Oh. Okay, der Bodycheck. Wenn ich das in die Kamera halte, muss ich das Video ab 18 schalten. Das will ich nicht. Dann die mache ich jetzt mal raus hier. Ich hoffe, ich mache jetzt nichts kaputt. Normalerweise schaffe ich das ja nicht. Oh. Super, und das erste Doppelposter von den Lochis. Ich muss sagen, natürlich verkauft sich sowas auch besser, wenn da YouTuber als Poster drin vorkommen, als wenn das irgendwelche Leute aus Amerika sind. Denn YouTuber, Zuschauer, Fans kaufen sich das. Cool, ich habe jetzt ein Julian Bam oder sonst was in meinem Zimmer hängen. Früher hingen da noch Justin Bieber oder sonst wer, jetzt hängen da die Lochis. Ist natürlich jedem selbst überlassen, was er da gerne hinhängt. So, gucken wir mal weiter, was nach dem Postern so kommt. Bibi im Popstar Brandhaus. Super, ja, toll. Bibi arbeitet ja jetzt auch nebenbei als Moderatorin bei RTL. Ein paar Seiten hier. Was haben wir denn hier? Pixels. Das wird dein Schuljahr. Natürlich super duper. Da haben wir schon die nächsten YouTuber. Und zwar einmal die Lochis, Mr. Trashpack, Bibi und Julian trifft deine YouTube-Lieblinge. Wahrscheinlich eine Aufrufseite für Online-Stars. Ich weiß gar nicht. Es gab ja mal irgendwie sowas ähnliches wie die Video Days. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie das heißt. Aber auf jeden Fall ziemlich lustig. Dann hier, du und dein Star. Da haben wir auch schon wieder Melina dabei. Noch ein paar andere wahrscheinlich, die man so aus dem Fernsehen kennt. Dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Hier haben wir nochmal ein fettes Gewinnspiel von Ahoi Brause mit Bibi und Julian. Wer da sowas gewinnen möchte. An sich kann man sagen, dass 3/4 der Bravo mittlerweile mit YouTube-Inhalt gefüllt ist. Plus gibt es ja dann noch eine extra Bravo Stars Tube. Finde ich dann schon ein bisschen krass. Also ich finde, wenn Bravo das dran möchte, finde ich, dass es extra eine nur YouTuber-Zeitung geben sollte, wie eben diese Stars Tube. Und aber in der Bravo wirklich noch Stuff vermittelt werden sollte, der nicht immer nur YouTuber zeigt. Natürlich auch. Wenn sich die Bravo das leisten kann, denn die Abonnentenzahlen sind ja sehr schwach geworden, nachdem die YouTuber in der Zeitung waren, ist es natürlich wieder sehr hoch gegangen. Ich habe nichts gegen diese Zeitschrift, ihr könnt mir eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Früher habe ich die Bravo gerne gekauft. Ich sage nicht, dass ich sie jetzt noch kaufe, weil ich meine, ich glaube, ich bin alt genug, dass ich mir keine Dr. Sommer Tipps mehr holen muss. Aber trotzdem, Leute, würde ich sagen, schreibt mir eure Meinung in den Kommentaren, natürlich Thomas, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und dann würde ich sagen, macht's gut, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da und ciao.